So, seid ihr bereit für den nächsten Berliner? Hier ist für euch Stefan Danziger. Ja, Berlin. Yeah. Hey, wir sind auch ein bisschen genervt, die ganzen Partys und ganze scheiße Döns und ja. Ich komme aus einer Ecke von Berlin, die heißt Wedding. Kennt jemand Wedding? Der ist so wie Köln Kalk. Das ist der einzige Stadtteil, den ich hier kenne. Okay, deswegen ist es wie Köln Kalk. Ja. Und es ist echt ein bisschen heftig dort. Weil wir haben auch Angst, dass so gentrifiziert wird und so und die ganzen Hipster kommen und so. Das ist ja überall in Berlin schon der Fall. Krieg dich wieder ein, ey. Nee, und da kommen die ganzen Hipster und ich habe auch so eine Angst davor, dass sie alle kommen. Und ich bin letztens an der Bank vorbeigelaufen und da stand dieser Typ da, Haar, Vollbart und ganzen scheiß Gedöns. Und ich so, nee, ey, jetzt kommen die auch hierher. Und dann ist er aber wieder zurück in seinen Schlafsack geklettert. Und ich wusste, es war ein Grafikdesigner. Nee, ich mag Berlin, ich liebe Berlin. Ich arbeite da als Stadtführer schon seit fast 9 Jahren und man kann auch Stadtführer sagen oder Tourguide oder Guide, aber bitte nicht einfach Herr Führer. Es kommt ein bisschen blöd, weil ich hatte vor ein paar Wochen eine Tour mit ein paar Österreichern und die sind so hinter mir hermarschiert. Und es war, ey, es war echt krass. Es war eine Segway-Tour und das hat es noch ein bisschen absurder gemacht. Und die schreien so quer über den Platz, so, Herr Führer, Herr Führer, wir haben eine Frage. Ich so, whoa. Ich hab mich dann gleich rasiert und es war okay. Dann war es okay. Ja. Aber ich mag den Job. Viele kriegen das mit dem Konzept nicht ganz hin, so Stadtführer, ist das ein richtiger Beruf? Ich so, nee, ich bin eigentlich Neurochirurg. Ja, ich operiere Hirne und dann laber ich über Geschichte für 4 Stunden. Folgt dem Schirm. Das ist bekloppt. Aber ich mag die Fragen auch. Die Fragen sind geil. Speziell Amerikaner. Amerikaner sind immer sehr verwirrt. Amis? Hä? No way. Und Standardfrage von Amis ist immer, warum sind die Ostberliner nicht einfach um die Mauer rumgelaufen? Jetzt, wo du es sagst, sind wir nicht drauf gekommen. Danke. Oder warum hat Hitler seinen Bunker so nah an die Berliner Mauer gebaut? War es nicht gefährlich für ihn? Ja. Sehr. Deutsche sind aber nicht besser. Deutsche kommen immer auf die Tour und sagen, wie hoch ist das Brandenburger Tor? Wen interessiert's? Warum will man das wissen? Was ändert das in einem Leben? Du sagst dann 23,6 Meter und die sagen, aha. Und nu? Schatz, ich bin in Berlin. Brandenburger Tor ist 23,6 Meter hoch. Küsse Günther. Wer will sowas wissen? Es macht echt Spaß. Ist immer ziemlich geil. Und letztens hatte ich auch so eine Schulklasse aus Süden von Deutschland. Also Schulklasse. 15, 16. Da, wo der Lehrer alle Namen kennt von Kindern, weil es sind, glaube ich, seine. Ihr wisst, Teenager, 15, 16 Jahre alt, nach 10 Minuten laufen, sterben die. Ne? Das sind die Hormone, die fallen einfach um und tot. Wo ist der nächste Primark? Und wir laufen so lang und es war nass und kalt und nur nach wirklich 10 Minuten laufen muss diese eine ein bisschen pummelige sich auf den Boden setzen mit dem Arsch und ich sage, mach das nicht, da kriegst du Hämorrhoiden. Und die guckt mich an und sagt, Hämorrhoiden, ist das nicht ein Sternbild? Na klar, weil wir haben Asteroiden, wir haben die Hämorrhoiden, die großen und die kleinen Chlamydien, alles da. Ja? So, danke. Danke. Eine Sache zum Schluss noch, was ich immer total geil finde, wenn ich da rumlaufe und so weiter und es ist abends und da ist ab um 10 ist kein Verkehr mehr, das Innenstadt ist echt leer. Und ich habe so eine Gruppe Deutsche hinter mir, wir laufen lang und so weiter, kommen irgendwann an eine Ampel, die Ampel ist rot, guck nach rechts, keine Autos, guck nach links, 10 Millionen Kilometer, keine Autos und ich sag so, Leute, komm, wir gehen rüber. So, ich gehe rüber, drehe mich um, steht die ganze Gruppe noch an der Ampel. Und die so, wir können da nicht gehen, ist rot.
Und ich habe gedacht, ey, Mann, ey, wir hätten gar keine Mauer bauen müssen. Rote Ampel hätte gereicht. Dankeschön, Dankeschön. Aus Berlin, Stefan Danziger! Thank you.